Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir werden uns in dieser Folge einmal mit Strom auseinandersetzen und werden mal versuchen, tatsächlich den ersten Strom auch zu installieren bei uns. Das könnte relativ spannend werden, das Ganze. Wir gucken mal, ob wir das Ganze überhaupt hinkriegen. Das letzte Mal mit Strom ist tatsächlich ein bisschen her bei mir, deswegen wir schauen einfach mal, wie gut das Ganze läuft. Wir nehmen schon mal alles mit, was wir irgendwie für Strom brauchen können. Zusätzlich habe ich festgestellt, wir haben zwar die hier, das sind aber Schalter. Ich möchte aber kein... Ach, guck mal, die sind sogar schon fertig, sehr schön. Ich möchte aber keine Schalter, sondern ich möchte Stromfallen haben. Das bedeutet, wir müssen einmal Elektropfosten. Die hier brauchen wir. Verbinde zwei oder mehr von diesen und setze deine Feinde unter Strom. Das ist nämlich sehr, sehr cool. 17 Stück. Wir brauchen mal auf jeden Fall 8, würde ich mal sagen. Industrielicht und so weiter. Wir werden zwei Generatoren bauen. Einen hier unten, einen oben. Wir werden oben die Dinger aufs Dach setzen, um die dann dementsprechend zu aktivieren und zu deaktivieren. Wir können mal ganz kurz gucken, kann ich die hier unter die Decke klatschen? Wobei, das wäre eher sinnfrei tatsächlich. Wir haben hier einen kleinen Fehler reingebaut. Beziehungsweise irgendwo fehlt noch eins. Da fehlt noch eins. Wobei, nee, wir haben keinen Fehler reingebaut. Wir machen das so. Und zwar, wir brauchen Leitern. Und zwar 3 Stück. 1, 2, 3. So, wenn wir uns jetzt nicht verbauen, reicht das. So, wir wollen nämlich, oder ich möchte... Geht das auch so? Ich kann hier keinen Sinn bauen, weil das hier schon als Zaun zählt. Hier hätte ich eigentlich auch gerne noch was hingebaut, aber mal gucken. Genau, wir kommen zumindest hier aufs Dach. Ist aber trotzdem doof. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Und zwar, das hier kommt weg. Ciao. Ciao. Ist das hier Stahl eigentlich? Das ist Stahl. So, das Loch stopfen wir einmal. So, Erdbohrer, sorry, es wird jetzt sehr laut. Das Ding hier muss weg. Das geht mit dem Erdbohrer, Gott sei Dank, selbst bei Stahl relativ zu. Und das sieht man mal, wie lange das so ein Zombie dagegen kloppen muss, bis der das... Ist das ein Bär? So ein Zombie-Bär, oder? Ist das ein Stein? Ist es ein Stein oder ist es ein Bär? Könnte auch ein Stein sein. Sah aus wie ein Zombie-Bär. Shit. Jetzt sagen wir natürlich, wo sind wir? Da sind wir. Nee, Moment, wo sind wir denn? Da sind wir. So, da müssen wir hin. Der Zombie hat mich jetzt aus der Fassung gebracht. So, dann braucht man nochmal Leitern. 1, 2, 3. So. So. So, jetzt kommen wir aufs Dach. Müssen trotzdem ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder runterfalle. So, wir haben einmal einen Generator. Der Generator. Generator. Ja, setzen wir mal hier hin. Dann haben wir eine Battery Bank. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Battery Bank mir bringt. Ich glaube aber nur eine Erweiterung kann das sein. Wir setzen sie mal hier hin. Wir können die nachher noch... Können wir die umsetzen? Ich glaube ja, oder? Öffnen. Ein ausschalten. Öffnen. Ich glaube, wir können die... Okay, das leistet dementsprechend, aber das macht keinen Strom, oder? Oder kriege ich das Strom raus? Maximale Ausgabe. Stromquelle 0 Watt. Ich glaube, ich hätte mir entweder Generator oder die Battery Bank. Ich glaube, das hätte ich mir sparen können. Ich glaube, wir brauchen nur die Battery Bank. Wir probieren das Ganze mal. Also wie gesagt, ich habe mit Strom tatsächlich schon mal... bin mit Strom... Wir haben das Tool vergessen. Das war ja Tool, also das Drahtwerkzeug. Oder das Elektrowerkzeug. Ich habe mit Strom schon mal ein bisschen was gemacht. Das war zur Alpha 17, glaube ich, wo Strom tatsächlich ganz, ganz neu kam. Habe ich schon mal Strom mit Zaun und alles Mögliche gebaut. Aber es ist noch relatives Neuland für mich. Deswegen müssen wir uns da jetzt erstmal ein kleines bisschen auch zurecht pushen, das Ganze. Ja, wir haben noch ein bisschen... Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Ich würde gerne zumindest noch die Hauptdinge, die angegriffen werden, gerne mit Stahl verstärken. Aber jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen was auf Elektrozaun. Und zwar, unter anderem hätte ich gerne die Möglichkeit, das Ding... Was ist, wenn wir das hier... Genau, das hier ist zu verbinden letztendlich da. Das ist eine Erweiterung. Also das Kabel geht nicht unendlich lange. Das weiß ich schon. Ich hätte gerne die Möglichkeit, das Ding beispielsweise zu sagen, ich möchte das dahin platzieren.
So, jetzt können wir nämlich das Ding hier damit anschließen. Und damit passt das erstmal. So, das hier müssen wir dann nach unten anschließen. Jetzt brauchen wir aber erstmal den... Ach so, die Drohne schon wieder. Jetzt müssen wir erstmal nach unten und raus. Oben würde ich auch gerne noch mit Stahl ein bisschen was tun und so weiter und so fort. Das werden wir dann alles dann später machen noch. Wir haben noch ein bisschen was vor. Also in dieser Folge hauptsächlich Strom. Für denjenigen, der es nicht interessiert, es gibt die Folge. Ich biete es euch an. So, wir haben 6 davon. Sehr schön. Dann müssen wir einmal raus. Wir nehmen das was Bike. Geht, glaube ich, am schnellsten. Oh, wir haben noch 9% Benzin drin. Wir müssen mal nachtanken. Gut. Wobei, ganz ehrlich, laufen wir nicht auch nicht viel langsamer. Nicht viel langsamer zumindest. So, wir haben 7 Uhr morgens, Tag 28. Heute ist Horde. Das heißt, den Zaun, ich würde ihn gerne fertig kriegen, beziehungsweise ich würde es ganz zumindest so weit kriegen, dass ich testen kann, das Ganze. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass die Zombies mir die Bude einrennen werden. Und zwar richtig krass einrennen werden. So, dann können wir von da nach da. Komme ich da ran? Irgendwie? Ah ja. Oder? Okay, reicht nicht. Schade. Das ist Rahmenwürfel. Das ist Holz. So, dass ich jetzt nicht jedes Mal hier rein und rausrennen muss. Genau, da. Nach da. So, da ist nach da. Ich glaube, ich kann das unendlich lange verbinden zumindest. So, jetzt haben wir den Strom schon mal von da nach da gekriegt. So, als nächstes haben wir die Aufgabe, den Strom an die Seite zu kriegen. Und zwar, die Frage ist, wohin? So, wir machen das hier mal hier hin. Und zwar, am liebsten hätte ich es hier. Das Problem ist, ich glaube, dass wir hier die Zombies dagegen laufen. Wir probieren es aber mal. Wie gesagt, das ist jetzt eine Testphase. Tag 28 heute werden wir sehen, was passiert. So, ganz kurz übrigens. So, ich habe das Kabel hier. Wenn das Kabel rot wird, ist es zu lange. Ja, genau. Also ich muss hier den nächsten Pfosten platzieren. Sonst funktioniert das leider mit meinem Zaun nicht. Das ist ein kleines Problem tatsächlich, weil ich den Pfosten natürlich hier mitten rein platzieren muss. Das heißt, meine Strecke, die ich überbrücken möchte... Achso, okay, mit links kann man es abbrechen. Ist leider zu lange. Das bedeutet, ich muss irgendwo hier bei der Hälfte, eigentlich da, den nächsten setzen. Das ist ein Problem, denn, wie gesagt, die Zombies werden mir höchstwahrscheinlich nämlich hier dagegen rennen und werden den einreißen. Hallo? Genau, von hier nach da. Und das ist jetzt blau, das ist jetzt, also die Zombies kommen, laufen hier dagegen, kriegen hier den elektrischen Schlag, wenn das Ding an ist. Ich übrigens glaube ich sogar auch, wenn das an ist. Und ja, hab dann hier einen funktionierenden Zaun, mehr oder weniger. Problem an der ganzen Sache ist, dass ich die Pfosten, glaube ich, irgendwie nämlich beschützen muss. Die Zombies werden hier dagegen laufen und das damage leider das Teil hier, beziehungsweise wenn die hier dagegen rennen, hitten die das auch. Und das Ding hat nicht wirklich viele Lebenspunkte. Das ist relativ zügig tot. Und das ist, glaube ich, das, wo wir ein großes Problem kriegen werden. Das müsste aber reichen, tatsächlich. Entweder ich muss es weiter außen platzieren, oder ich muss mir mit Beton oder mit Stahl irgendwelche Stützbalken bauen, damit das Ganze funktioniert. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall kriege ich das ganze Ding hier schon mal so weit angeschlossen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Also wir haben dann praktisch einen funktionierenden Stromzaun außenrum. Das kann man natürlich öfters machen. Das heißt, je mehr Ressourcen ich verballere, dann kann ich 3, 4 solche Stromzäune. Die bleiben halt drin hängen und kriegen tatsächlich eine gebatscht und kriegen auch Damage dadurch. Jetzt kann ich so zumindest schon mal probieren, ob ich die irgendwie schützen muss, wenn ich die schützen muss. Man kann die, glaube ich, an die Decke kleben, die Dinger. So, was wir übrigens ganz dringend machen müssen, ist das hier verstärken mit Stahl. Und die hier verstärken mit Stahl. Denn da hauen sie die ganze Zeit dagegen. Okay, so müsste das ganze Ding jetzt eigentlich schon laufen und funktionieren. Wir werden es jetzt dann gleich mal testen, indem wir das Ding anschalten. Wo habe ich mein Bike geparkt? Da haben wir mein Bike geparkt. Und das ist eigentlich schon die ganze Hexerei mit dem Strom. Man kann noch Klingenfallen bauen, man kann das Ganze über Druckplatten auslösen, man kann Dinge einbauen, dass das Tageslicht gesteuert ist beispielsweise, also dass in der Nacht das Ganze automatisch angeht zum Beispiel. Dass es per Drucksensor angeht, das heißt nur, wenn tatsächlich Horde, also Zombies da wären, dass es angeht beispielsweise auch. Es gibt da tatsächlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man das Ganze dann auch machen kann. Das können wir dann verfeinern, aber mir geht es jetzt erstmal darum, dass wir ein Grundgerüst des Elektrozauns bekommen und gucken, hauen die Zombies den kaputt oder hauen die Zombies den nicht kaputt. Ich glaube, die hauen den leider nämlich kaputt, wenn ich den so nah baue. Und wenn dem so sein sollte, wie gesagt, müssen wir uns irgendwas überlegen,
wie wir das bauen, ohne dass die Zombies da dagegen hitten. Oder dass die Zombies dagegen schlagen können, aber es nicht stört. Bedeutet, wenn wir es beispielsweise nämlich dann so machen, dass wir... Nochmal drei. Dass wir... Na komm, sag schon. Dass wir das Ganze irgendwie mit Stahl ummanteln, geht auch. Also dieses Stroh... Ich glaube, der Stromzaun, der geht durch Blöcke durch. Das können wir auch gleich mal testen. Ich glaube, du kannst ihn durch Blöcke durchlegen. Das heißt, dass wir den Strom ummanteln komplett. Also einmal einen Block bauen, das Ding einbauen und das Kabel geht durch Blöcke durch. Hier hat man es ja gesehen, hier geht das beispielsweise da durch. So, wenn ich das Ding jetzt hier einschalte. 32 Watt Leistung geht raus. Ich habe aber durch die Batterien unendliche Energie, glaube ich. So, das sollte jetzt an sein übrigens, das Teil. Hoffe ich. Drohne, geh weg. Okay, die Drohne ist hier leider da, wo kein Platz ist, weil sie mir nicht exakt folgt. I will defrag my hard drives while in storage. Ja, das wäre ganz nett tatsächlich. Sie ist ein bisschen nervig, die Drohne, weil, ja, wir können da nicht wirklich moven da oben leider. So, das haben wir. Angeschaltet ist es. Jetzt testen wir das Ganze mal. Und jetzt wird's spannend. Ich hoffe, ich sterbe nicht, wenn ich da durch den Stromzaun marschiere. Ich glaube aber dann nicht. Es könnte sein, dass ich gleich drauf gehe. Ich glaube aber, es macht nur ein bisschen Damage. So krass Damage, dass es mir 150 Life erzieht, glaube ich nicht, dass es macht. Ich glaube, 150 Life übrigens, wir sind mittlerweile bei der maximalen Grenze, die überhaupt geht. Ich glaube, mir geht sogar gar nicht. So, bedeutet, wir spielen jetzt mal Zombie. Ich bin der Zombie. Gehirn. Gehirn. Au. Gehirn. Nein, wir machen es natürlich nicht nochmal, aber es funktioniert auf jeden Fall. Problem ist, wie gesagt... Ich glaube, kriegst du da überhaupt einen Schlag? Nee, da kriegst du nämlich gar keinen Schlag. Du musst durch das Kabel tatsächlich laufen. Aber das Ding, wie viel Leben hat das? Das steht dabei, oder? Das hat eine... Gesundheit 200. Das ist nicht viel. Aber man kann es auch, glaube ich, nämlich an die Decke kleben. Und dann ist es schwer, dass ein Zombie da dagegen hittet. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich. So, hier schön in die Mitte platzieren. So. Dahin. So, dann verbinden wir das nochmal. Genug Strom haben wir, das ist kein Thema. Und wir brauchen dann mehr Autobatterien wieder. Allerdings zu Level 1 Batterien lohnt sich, glaube ich, nicht, dass man die behält. Und ich glaube, wir können wir ein geschlossenes... Ich glaube, ein geschlossenes System geht nicht, danach baue ich hier wieder ab. Also ich kann eine Seite... Also das hier wäre ein toter Bereich. Den könnte man dann lösen, indem man hier einen zweiten Pfosten hinknallt. Man kann den Pfosten... Shit, das habe ich jetzt nicht getestet. Jetzt habe ich keinen mehr. Man kann, glaube ich, den Pfosten... Nämlich, wir können mal gucken, ob man das umwandeln kann. Man kann den Pfosten nebeneinander, man kann den Pfosten auch an die Decke, glaube ich, kleben. Ich glaube, das geht. Das geht tatsächlich. Also wir könnten sagen, wir bauen den Pfosten einfach mit Stahl, im Idealfall Stahl, einmal ein. Mit Stahlgittern zum Beispiel, was nicht ganz so massiv, was nicht ganz so viel Platz wegnimmt. Einmal außenrum mit Stahlgittern. Dann ist der halt nicht damagebar. Kann man machen. Glaube, würde ich auch machen, wäre die beste Alternative, denke ich mal. Okay, Stromzaun haben wir. Das heißt, wir brauchen den Generator gar nicht. Wir kriegen durch die Autobatterien genug Saft, vor allem unendlich Saft auch, was ganz cool ist. Man kann später auch noch Solarpanel bauen. Auch mal gespannt. Aber so haben wir jetzt erstmal einen funktionierenden Elektrozaun. Klar, automatische Schrotflintengeschütze und so weiter können wir dann auch noch aufs Dach setzen, die dann auch nochmal die Horde dezimieren, wenn sie zu uns kommen. Die ballern aber wirklich krass viel Munition raus, die Dinger. Also wenn sie es nicht gefixt haben, schießt so ein Ding drei Zombies tot und braucht aber 150 Munition dabei. Huch, was das denn? Deswegen, die sind absolut ineffizient. Gewesen zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es, wie gesagt, schon lange nicht mehr benutzt, schon lange nicht mehr damit gebaut. Kann sein, dass es mittlerweile effizienter ist. Kann aber auch sein, dass das nach wie vor einfach Bockmist ist. So, wir tanken mal das Motorrad komplett voll auf jeden Fall. So, wir haben noch eine Batterie, wir haben noch die Dinger hier, wir haben noch das. So, das hier würde ich gerne nochmal testen. Und was wir dann natürlich auch machen können, einen weiteren Generator. Ich würde unten einen Generator oder eine Stromquelle für Licht tatsächlich unten nochmal reinbauen. Dann würde ich auch unten eine Beleuchtung haben. Also gerade Lichter und so weiter können wir dann bauen. Das ist dann die Ausschmückung der Basis letztendlich. Was man auch machen kann hier, eigentlich hätten wir hier einen Schalter dazwischen schalten können. Wenn wir den Schalter drücken müssen, können, so müssen wir halt so machen. Ach, die verlieren Haltbarkeit. Ah, okay, wir können das nicht unendlich lang machen. Die Batterien verlieren nach und nach Haltbarkeit. Okay, dann haben wir es. Also es ist
keine unendliche Quelle. Genauso wie hier. Wir brauchen nämlich hier beispielsweise Benzin. Damit wir hier, sagen wir 500 rein. Damit das hier Strom erzeugt, brauchen wir Benzin und Motoren. Damit das hier Strom erzeugt, brauchen wir Batterien. Die Batterien verlieren an Haltbarkeit. Die Batterien können wir reparieren, blöde Frage. Kann man die Batterien reparieren? Rezepte zerlegen. Oh, Batterien kann man nicht reparieren. Okay. Battery Bank. Batterie können wir aber selbst auch herstellen. Vierer mittlerweile mit Säure. Aber die sind recht teuer. Also Batterien verlieren Haltbarkeit. Deswegen kann man das Ding halt auch nicht durchgehend brennen lassen, sondern sollte das auch nur während der Horde anmachen. So, dann haben wir das erstmal. Wir können mal ganz kurz das hier testen. Also das müsste... Genau, man kann die nämlich... Man kann die so platzieren. Und dann haben die halt weniger Angriffsfläche. Das Kabel muss trotzdem noch... Also die Leute müssen trotzdem noch durch das Kabel laufen, aber es geht so besser tatsächlich. Gut, was wollte ich jetzt noch? Stahl wollte ich. Und zwar werden wir jetzt einmal den hier machen. Denn es macht Sinn, das Ding hier komplett zuzubauen. Dann kann mich nämlich kein Geier mehr erreichen. Ich kann aber komplett nach wie vor rausschießen aus dem ganzen Teil hier. Bedeutet, Win-Win-Situation für Pipi. Wir bauen uns hier einfach nämlich einen Stahlkäfig zusammen. Im wahrsten Sinne des Wortes einen Stahlkäfig zusammen. Und sind dadurch nicht mehr angreifbar für nichts. Ich glaube selbst die Spucker hauen zwar dagegen. Klar, wir müssen das dann wieder reparieren mit Eisen oder mit Stahl. Das ist recht aufwendig. Aber großartig passieren wird mir dadurch nichts mehr. Und vor allem, ich kann nicht mehr durch einen... Selbst wenn jetzt Geier... Wenn jetzt 200 Geier kommen würden, könnte ich die einfach ganz normal an meinem Zaungitter einfach wegschießen, wie ich möchte. Somit haben wir einen geil, komplett funktionierenden Stahlkäfig, in dem wir uns bewegen können, nach unten schießen können. Da unten fehlt noch eine Spitze. Wir können rauf, runter, links, rechts, querfeld ein. Wir können übrigens noch... logischerweise das Ganze abschließbar machen. Tada! Das können wir hier auch nochmal machen übrigens. Dass wenn irgendwas passieren sollte, wobei oben kommt nichts rein. Wir sollten eher unten tatsächlich hier vielleicht nochmal eine Tür reinmachen. Also hier nochmal eine Stahltür reinsetzen. Das kommt dann alles noch. Wir können diese Tresortüren bauen aus Stahl beispielsweise. Wir brauchen jetzt aber erstmal weiteren Stahl. Damit wir überhaupt vorankommen. Das bedeutet, wir müssen Zeug einschmelzen. Wir haben nur nicht mehr viel. 46. Ja, wir müssen tatsächlich Dinge einschmelzen. Und zwar ohne Ende. Wir bräuchten eine Quelle. Eine Eisenquelle. Gut. Des Weiteren. Können die Wände hier schon mal verstärkt werden. Die bleiben ab. Die bleiben nämlich auch hier drin. Auf jeden Fall. So. Dann sieht das Ganze auch besser aus. Das hier reißen wir eh noch. Also das hier wird nochmal rausgerissen. Das kommt dann an einer Position. Wir werden ja auch insgesamt den Raum nochmal größer gestalten. In der Hoffnung, dass mir nichts oben einbricht, aber ich glaube nicht. Und wir werden das ganze Ding hier eh nochmal ein bisschen größer bauen. Von dem her passt das soweit. Das hier wird nochmal ausgehöhlt. Eine Decke kommt rein. Hier haben wir übrigens noch Metall, aber da habe ich ein bisschen Sorge, es abzubauen. Was wir natürlich machen können, ist die Ader hier ausschlachten. Das geht tatsächlich. Also hier oben drüber ist ja nichts, das wissen wir ja. Das heißt, wir schlachten einfach hier die Ader aus und haben unser Metall. Wenn wir ganz viel Glück haben, finden wir nebendran vielleicht tatsächlich noch eine Blei- oder eine Nitratader. Das wäre aber ein reicher Zufall. Schade, das ist abgebrochen. So, das. So, mein Freund. Das. Achso, da sind noch... Oh Gott, 400. Halt, ausschalten. Völlig ausreichend. So, dann schmelzen wir nämlich nochmal fleißig ein, können dann fleißig Stahl herstellen. Wir brauchen 20 für ein Stahlbahn, das ist recht viel. Gut, dann machen wir das hier schnell noch. Hi. Also Eisen ist jetzt nicht das Problem. Muss es nur ein bisschen abbauen. Und Blei und alles andere eigentlich auch nicht, wenn man diese Adern verfolgt. Dann bauen wir uns hier eine eigene Mine zusammen. Können wir machen tatsächlich. Können wir hier nochmal 900.
Dann können wir hier nochmal da drauf ziehen. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen unsere Taschen leer. Wie viel haben wir? Wir haben 11.55 Uhr. 20 Minuten, das wird eine sehr kurze Folge für euch auf jeden Fall. Denn ich würde jetzt dann dazu übergehen. Das hier kann alles weg. Ich würde jetzt tatsächlich dann dazu übergehen und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir dann nochmal questen. Ein kleines bisschen. Wir sind jetzt soweit oben eigentlich fertig. Also ich habe jetzt nichts mehr, was ich großartig bräuchte. Fürs Erste. Das heißt, wir sind tatsächlich erstmal durch. Airdrop. Oh, Airdrop. Den müssen wir... Oh. Den Airdrop holen wir noch. Den Airdrop holen wir auf jeden Fall noch schnell. Der liegt sehr nahe. Der ist nämlich weg, wenn ich mich jetzt auslogge, ist der Airdrop weg auf der Karte. Er ist zwar da, das wissen wir, aber er wird nicht mehr auf der Karte angezeigt. Und deswegen schnell mal noch zum Airdrop. Wir werden dann 12.13 Uhr, ja, eine Quest, oder beziehungsweise, nee, wir werden nicht questen. Wir werden das tatsächlich erstmal beibehalten, dass wir nicht questen werden, sondern wir werden, ausgeschaltet habe ich, oder? Ich glaube, ja, ausgeschaltet habe ich den Elektrozaun. Können wir auch ganz einfach testen, wir können einfach mal durchfahren. Hier. Ist das dein Ernst? Oh, cool, die haben ein neues Modell bekommen. Mit Polizeizombie, ja, holla. Schlecht kann man zielen. Sehr schlecht anscheinend. Er aber auch. Okay. Schreierzombie. Schreierzombie hat ein neues Modell bekommen und ich voll honk. Ja. Einmal mit Motorrad dagegen fahren, voll gedamaged. Das kostet Elektro und. Kostet Elektro-Reparatur und die Eisenbahn. Das geht noch. Für Elektroteile übrigens kann man die, ich glaube die Klimaanlagen sind ganz geil oder gerade in Häusern Kühlschränke und so weiter auseinandernehmen. Elektroteile kriegt man relativ wenig, wenn man Autos zerlegt. Wir haben zwar einige, aber tatsächlich, wenn man jetzt speziell auf Elektroteile aus ist, Kühlschränke zerlegen, die Klimaanlagen zerlegen auf jeden Fall und so weiter und so fort. Eigentlich kein großes Problem. Und wie gesagt, bevor ich jetzt gestört worden bin, wir werden auf jeden Fall jetzt dann andere Häuser einfach mal looten. Ich glaube, wir haben auch genug Platz. Wir werden jetzt gar nicht mehr zurückfahren. Wir holen jetzt den Airdrop. Da ist die Folge vorbei. Dann machen wir noch eine Folge. Wobei, nee, wir machen die Folge ein bisschen... wir machen die Folge, glaube ich, ein bisschen länger. Dann ist die nächste Folge eine Hordenfolge. Sonst wird die nächste Folge sehr lang. Oder sehr, sehr kurz. Bei 12 Uhr. Mal gucken. Ich glaube, wir machen die Folge... Ich habe leider wenig Zeit gerade. Das ist das Problem. deswegen wird es eine... Es muss eine kurze Folge leider werden. Ich bin zeitlich gerade gebunden. So, was ist da drin? Pflastersteine schon wieder. Nichts Sinnvolles. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. 1 Uhr. Das passt eigentlich. Dann kriegen wir nochmal eine Folge zusammen. Das sind nochmal 20, 30 Minuten die nächste Folge. Und dann kommt die Hordenfolge wahrscheinlich. Wenn nicht, wird es eine sehr lange Folge. Kann auch passieren. Vielen Dank auf jeden Fall trotzdem erstmal fürs Zusehen. Elektroarbeiten erstmal soweit beendet. Tag 28 Horde. Wir freuen uns drauf. Wir werden definitiv übrigens die Tag 35 Horde mitnehmen. Keine Sorge, wir werden noch genug sehen in dieser Staffel. Und in der nächsten Staffel dann definitiv auch noch. Denn ich werde definitiv auch noch eine neue spielen. Aber das wird ein bisschen dauern. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Macht es gut.